Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den Follow-Me-Mod in der Version 1.0 vom Modder Dagger MMI45. Also das könnte im Endeffekt aber auch 10, 20, 24 heißen, Dagger 24. Auf jeden Fall in der Version 1.0.1.1. Mit an ist zwar irgendwie neu, also das wurde irgendwie wo intern, so ist gab es auf jeden Fall noch nicht. Ist jetzt neu, wir haben jetzt Follow-Me-Mod auf den LS19. Achtung, derzeit nur für Einzelspieler, also keine Multiplayer-Unterstützung. Wollten Sie schon immer mal Fahrzeuge als Kolonne über die Map transportieren? Mit Follow Me können Sie das. Natürlich nur Vorwärtsmodus. Es gibt noch ein paar Probleme, die sind auch alle aufgelistet, allerdings in Englisch könnt ihr euch alles selber durchlesen, wird ja alles verlinkt. So, Follow Me Mod. Grundlagen. Ich habe da mal ein bisschen für euch was vorbereitet. Follow Me Mod ist so, für die, die da noch nie was davon gehört haben, ist ein Skript, in dem ihr anweisen könnt, als Fahrer im Endeffekt, den ja ich hier sein werde, ey, ihr Ganzen, folgt mir mal. Und das funktioniert erstaunlicherweise gut. Was müsst ihr dafür tun? Ihr braucht ein Hauptfahrzeug, was vorne wegfährt logischerweise, und dann halt andere Fahrzeuge, die dem folgen sollen. Das können Drescher, das kann alles Mögliche sein. Ihr steigt ein, drückt Steuerung links, das wird auch hier nochmal im Infomenü deutlich angezeigt, Steuerung links, nicht rechts, also rechts, nicht links, so rum, Steuerung rechts, und müsst dafür natürlich erstmal Motor anlassen, ganz klar, und dann aktiviert ihr das Ganze und dann seht ihr das, führendes Fahrzeug, Vorausabstand 25 Meter. Nun seht ihr hier, ihr könnt mit Steuerung rechts AD euren Versatz einstellen, wenn ich das mal so halte und drücke dann AD, dass der Versatz dann weiter nach links bzw. nach rechts ist oder dass er halt einfach straight hinterherfahren soll. Ihr könnt mit Steuerung rechts H sagen, dass er warten soll, ja, also dass er hält, das macht dann aber eher beim Vorausfahrzeug Sinn, erkläre ich euch gleich. Dann könnt ihr mit Steuerung WS den Abstand verringern bzw. also weiter weg oder weiter ran, je nachdem wie dicht die auffahren sollen. Ja. Und mit Steuerung rechts X könnt ihr einen eigenen Versatzzyklus mit einstellen. Da bin ich raus. Für die, die Follow Me kennen, wissen scheinbar, was es ist. So, das switchen wir jetzt hier einmal komplett durch. Stellen den ganzen Spaß überall ein. Ich habe auch hier am Ende mal einen etwas größeren genommen. Deswegen sage ich auch hier in dem Fall, er soll mal 30 Meter Abstand halten. So, die sind jetzt in dem Sinne alle scharf geschalten. Und jetzt muss ich nur noch als Fahrzeug, ja, oder Kolonnenfront, wie man so schön sagt, das Ganze hier beaufsichtigen. Und dann geht der ganze Spaß auch schon ab. Je nachdem, wie ich fahre, fahren die auch. Ja, also ihr solltet dann es tunlichst vermeiden, mal kurz irgendwo umzuklamüsern. Ihr seht hier, wir haben jetzt eine Breite von 25 Metern, was die in dem Fall auch aushalten. Hier, wenn ich jetzt hier mal kurz stehen bleibe, halten sie dann den Versatz auch relativ gut ein. Vorne jetzt hier mal 9 km/h. Irgendwas erwarten einfach mal, bis der letzte jetzt hier hinten losgefahren ist. Also sprich der Case. Ja, seht ihr, der fährt los. Schon mal alles kein Problem. Wenn wir jetzt hier switchen und ich sage jetzt, kommen wir auf 10 Meter ran, dann sieht das schon mal so aus. Kommen wir 5 Meter ran, sieht das so aus. Ich stelle jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier ein. Dass wir das alles mal ein bisschen kuscheliger haben. Je nachdem, wie gut sie dann noch bremsen, sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus. So, wir geben jetzt Gas. Die Kolonne fährt nach vorne. Wenn ich jetzt mal extrem bremse, sieht das dann auch dementsprechend so aus. Aber ihr seht im Endeffekt so das Grundprinzip. Wenn die sich antitschen, ist ja eh relativ egal. Wenn wir hier 14 km/h, ein bisschen schneller. Die folgen einen auf jeden Fall. So wie es dementsprechend auch sein soll. Die haben auch, bis auf jetzt den letzten, haben natürlich auch alle die gleiche Motorisierung. Ne? Ist ja ganz klar. Deswegen sollte es da eigentlich weniger Probleme geben. Gehen wir mal hier auf 30 hoch. Und die versuchen halt permanent den Abstand von 5 Metern logischerweise einzuhalten. Und selbst wenn ich jetzt hier ein paar kleinere Korrekturen mache, oder ich sage ja mal, ich mache jetzt mal hier rüber.
und mache dann wieder hier rüber. Ihr seht, die folgen mir dann dementsprechend auch. Je nachdem, wie ich fahre, fahren die auch. Ja, ganz klassisch. Wenn ich jetzt sage, oh, wir haben gerade mal ein Problem wegen irgendwas, kann ich als Führer in dem Fall Umschalttaste rechts und H klicken. Und dann sage ich, ey, warte mal. Und dann kann ich das aber auch wieder aufheben, als wir Gott kommen wieder ran. Ja, dann versucht er jetzt die Geschwindigkeit, beziehungsweise versucht erstmal wieder ranzukommen. Sieht in dem Fall so aus, dann beschleunigen die auch schneller, bis sie jetzt die 5 Meter halten. Bremsen dann wieder ab. Um dann wieder den gleichen Abstand, den ich dem vorgegeben habe, zu bekommen. Ne, ist ganz klar. Der Case kutscht ein bisschen hinterher, ne, ist ja klar, weil fährt nicht so schnell. Ne, klassischer Fall. In dem Sinne, wenn ich jetzt klare Steuerung Dings und. Warte, hier muss ich kurz mal hier rein. Aber wenn ich jetzt sage, ey, wechsel mal deinen Abstand nach Offset links. So ein Meter nach links weiterhin. Da seht ihr hier, taucht das so auf, wenn ich jetzt sage, mach mal 0,5 Meter nach rechts oder hoch. Entschuldigung, oder mal komplett 1,5 Meter nach rechts, seht ihr, ändert der dann dementsprechend sein Offset massiv. Nach rechts, das war gerade gar nicht so schlecht, weil sonst hätte er das Ganze jetzt hier nämlich angetitscht. Ne? Ich denke mal, ihr versteht, auf was ich im Allgemeinen hinaus will. Ja? Ist jetzt bei mir eine Doppelbelegung, leider Gottes, aber lässt sich nun mal nicht ändern. So, ne, jetzt fährt er wieder mir stinknormal hinterher. Und ihr seht auch, so scheiße wie ich fahre, so fahren die dementsprechend auch. Ja, die biegen nicht vorher ab, sondern halten wirklich die Linie, die ich fahre. Mit allen Konsequenzen, was daraus so ja, zu machen ist. So, den Sinn halte ich jetzt einfach mal hier. Die puffen sich gegenseitig ein bisschen rein, weil sie nicht schnell genug auf die Bremse kommen. Das ist aber kein Problem. Dann wieder ein bisschen hier auseinanderziehen das Ganze. Ja, Helfer C wird blockiert, da wird nichts blockiert. Ziehen wir das Ganze noch ein bisschen hier auseinander, dass es nicht so scheiße aussieht. Ah doch, Helfer C hat jetzt abgebrochen, weil er nicht weiterkommt. Sehr gut. Das heißt jetzt theoretisch, ich müsste den wieder neu einstellen, weil keiner mehr drinnen sitzt. Müssen ein bisschen weiter vorfahren. Und das Ganze dann wieder einzustellen, dass er ja, mir in dem Fall wieder folgt. Beziehungsweise der sieht das jetzt hier als Hauptdings. Aber gut, ich denke, ich konnte damit einigermaßen etwas erklären. Beziehungsweise. Ja, das Ganze ein bisschen aufbereiten. Lok ist komplett sauber. Wie gesagt, aktuell nur Singleplayer. Ja, und in dem Fall, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, in dem Sinne, bis dann, haut rein. Tschüss.